Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben euch ja letzte Woche schon kurz angekündigt bzw. erzählt, dass wir gerade frisch vom Konzert von Damnation Defaced kommen, denn die Band hatte ja eine Special Show im Planetarium in Hamburg und ja, das war richtig, richtig gut. Also und diesmal führt nämlich gar kein Weg dran vorbei, ihr müsst unbedingt dranbleiben, damit ihr auch erfahrt, wie wir das Ganze so fanden. Und wie es war. Ja, unser Video ist heute auch ein bisschen spezieller, denn, ja, etwas ungewohnt, wir reden heute weniger. Wir lassen einfach mal das Filmmaterial und die ganzen Eindrücke für sich sprechen. Und wir können ja schon mal mit den Backstage-Aufnahmen anfangen, beziehungsweise mit den Aufnahmen vom Aufbaufilm ab. So, liebe Leute, jetzt konntet ihr ein paar Eindrücke sehen, wie so das Ganze drumherum und das Surrounding war. Und ich denke, jeder, der schon mal eine Planetariumsshow gesehen hat, weiß natürlich, dass das an sich ganz cool ist. Und natürlich, jeder war auch schon mal auf einem Konzert und das ist auch ein tolles Erlebnis. Aber das natürlich in Kombination war einfach nur grandios. Ich meine, klar, erstens, es gab nur Sitzplätze. Fand ich sehr, sehr entspannt, muss Man ich sagen. Man konnte sich zurücklehnen. Genau, ja. Konnte sich hinsetzen, zurücklehnen, ganz entspannt die Lasershow betrachten und dann halt das Konzert, also die Musik auf dich wirken lassen, das war einfach toll. Und ich meine, bisher kannte man das ja eher nicht so von Damnation Defaced, dass die Streichinstrumente mit auf der Bühne hatten. Ich meine, klar, es gibt auch einen Song auf dem letzten Album, wo das dabei ist, aber das natürlich nochmal auf der Bühne mitzuerleben, in so einer Show, war schon echt grandios. Ja. Und ich hoffe, die Band wird nochmal eine Show machen im Planetarium. Falls ja, Leute, und ihr die Gelegenheit habt, dann müsst ihr das unbedingt erleben und euch ein Ticket dafür sichern. Ja, wir haben ja eigentlich versprochen, wir werden nicht so viel sprechen. Das ist schon wieder viel zu viel, Leute. Egal, die Band hat uns netterweise zwei Musikstücke zur Verfügung gestellt. Zum einen Tiefenrausch und zum anderen True Asteroids and Cosmic Dust. Beides ist aus ihrem letzten Album, The Devourer. Insofern vielen, vielen Dank. An der Stelle auch schon mal an die Kritiker hier unter uns. Ja, man achte bitte nicht, ob das auch wirklich zum Song passt und alles synchron läuft. Denn es war eine Stunde Filmmaterial, was man quasi auf einen Song runtergeschnitten hat. Insofern, da bitte nicht unbedingt so genau drauf gucken. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich habe dich dabei gesehen. Ja, hat er. Herz.
Ja, genug der Warnung. Jetzt kann es endlich losgehen. Kapitulieren.
So, liebe Leute, dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall richtig, richtig toll, dass wir diesmal wirklich so nah dabei sein konnten. Und ich meine, das war ja auch nochmal was anderes bei dieser Special Show, dadurch, dass ja die Bühne in der Mitte war und das Planetarium rund war. Das war schon was Besonderes. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und für alle, die die Band bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten, unbedingt mal auschecken, was sie musikalisch sonst noch so machen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt in das restliche Wochenende. Ihr könnt natürlich gerne drunter kommentieren, wie euch das so gefallen hat. Oh ja. Genau, ob ihr die Band schon auf dem Schirm hattet oder noch nicht. Die Jungs sind übrigens echt lieb, also sind echt cool. Genau, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau, wir verabschieden uns ins Wochenende. Genießt eure Zeit, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bevor ich jetzt noch Tschüss sage, denkt doch mal wieder an unseren kleinen Like-Button. Der freut sich immer über ein bisschen Aufmerksamkeit. Und wer es noch nicht getan hat, ein Kanal-Abo dalassen. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.